grüße euch. Voll die Sonne. Ich hoffe, man sieht man mich ungefähr hinter das schöne Haus. Wir sind schon vorangekommen oder man ist schon vorangekommen. Wir haben schönes Wetter. Paraguay Live, ich bin der Bit und herzliche Grüße wie immer aus dem sonnigen Paraguay. Lass uns das Haus mal einfach anschauen. So, also einfach der schöne Ausblick. Das ist einfach das, was hiesige Grundstücke bei uns in Piribebuy in dem dritten Departamento Cordillera ja ausmachen. Einfach herrlich. Also wie man sehen kann, ist man mit dem Haus schon ordentlich vorangekommen. Und hier in der Nähe hat man schon den Wassertank praktisch angeschlossen. So, also wie gesagt, Massivbauweise. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Haus oder euer Haus zu erstellen. Ja, auch bei der Massivbauweise gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Ja, es gibt auch verschiedene Materialien, auch vor allem hier in Piribebuy oder auch in Paraguay. Das Gleiche betrifft die Wände, ja, also die Stärke der Wände, die Ziegel und das Dach. Also das kann man alles im Prinzip verändern, beziehungsweise nach ihren Wünschen gestalten. So, auf jeden Fall, man sieht es hinter, sogenannte Pozo Ciego. So, das ist also die Klärgrube, die sollte natürlich ein bisschen weiter vom Haus aus entfernt sein. So, das Haus wird, wie gesagt, verputzt. So, man kann es auch die sogenannten Tejuelones und Tejas sehen. Also die Sparren sind aus Holz, wirklich gute Qualität. Das kostet auch dementsprechend heutzutage Geld. So, da sieht man das Haus, glaube ich, etwas besser, auch mit dem schönen Ausblick. Wie gesagt, was wichtig ist oder was ich auch persönlich für wichtig halte, sind die ökologischen Baumaterialien. Also das sind alles Naturmaterialien. Ja, also die Steine kommen auch hiesigen, also paraguayische Steine, paraguayische Ziegel. Und das Holz kommt natürlich auch aus Paraguay. Und ich denke, man sollte eben diese Bauweise bevorzugen. So, was man auch ganz gut sehen kann, das ist die Dachfläche. Also wie gesagt, die Sparren habt ihr schon gesehen. Und man kann es auf jeden Fall die Tonziegel erkennen. Ja, also wirklich gute Qualität und man kann es auf jeden Fall empfehlen. Es gibt natürlich auch Blechdächer und. Also es gibt, sag ich mal, zumindest einige Möglichkeiten, das Haus oder die Bauweise bzw. die Ausführung zu beeinflussen. So, hier zeige ich noch ganz kurz sogenanntes Pozo Ciego, also sagen wir so Kläranlage oder Klärgrube, besser gesagt. Anlage ist das ja eigentlich nicht. Das ist so die typische Bauweise in Paraguay. Und dahinter natürlich der schöne Ausblick. Herrlich. So, hier schauen wir uns nochmal hier die Steine. Also da sind also ganz normale Steine, wie man sieht, die kann man auch für Hausbau benutzen. Seht ihr, also auf jeden Fall dünne Steine reichen auch vollkommen. Natürlich, das ist auch andere Qualität. So, hier könnt ihr nochmal sehen, die
Ziegelsteine bzw. Tonsteine. So sehen die aus und werden oft für die Bauweise hier in Paraguay eingesetzt. Also viele von euch fragen mich ja auch, ich muss ja schauen, ob es etwas zu dunkel sein wird, aber wie auch immer, wenn es wieder zu hell wird, da sieht man ja das Haus ja kaum, also heute scheint die Sonne wie fast jeden Tag in Paraguay. Gut, also kommen wir nochmal zum Thema, hinten könnt ihr ganz genau das Haus erkennen und wie gesagt, es gibt schon verschiedene Baumöglichkeiten und verschiedene Ausführungsmöglichkeiten, genau wie zum Beispiel in Deutschland, ja, oder in der Schweiz oder in Österreich. Es gibt natürlich also Massivbauweise, Fertighausbauweise etc. etc. So, hier in diesem Fall oder auch in Paraguay bezieht man also auf jeden Fall, empfehle ich, massive Bauweise. Ja, warum? Da kann man ein anderes Video machen, weil das kann man wirklich stundenlang darüber erzählen und erklären, warum, weshalb, weswegen. Aber wie gesagt, konzentrieren wir uns auf diesem Haus, also Massivbauweise und bevorzugt natürlich hiesige Baumaterialien. So, und hier nochmal 3-Phasen-Stromversorgung, wie ich schon erwähnt habe. Das ist auch relativ selten auf dem paraguayischen Dorf, dass man in so gute Qualität 3-Phasen-Strom verlegt hat. Also, wie gesagt, das verläuft entlang des kompletten Grundstücks. So, ich müsste jetzt hier ein bisschen in den Schatten treten, weil heute ist es wirklich heiß. Ha. Puh, und man rennt durch das ganze Grundstück und kommt leicht in Schwitzen. So, aber für diejenigen, die immer Fragen haben, logischerweise. Deshalb mache ich das auch für euch, damit man praktisch live auf der Baustelle ist. Was aber sehr wichtig ist, und also wie gesagt, es gibt verschiedene Bauweise. Wir reden jetzt von der etwas hochwertigeren Bauweise, also massive Bauweise. Und wie gesagt, viele Fragen von euch, Pit, was kostet es, was kostet es? Okay, und es gibt natürlich immer Bereiche. Ja, ich kann es immer sagen, wir haben unsere Standardausführungen und wie bei jeder Ausführung, die Preise verändern sich. Aber so Pi mal Daumen für einen Massivbau müsst ihr ja rechnen, ungefähr jetzt pro Quadratmeter, sage ich mal, sicherlich um die, wie ich ja schon, glaube ich, erwähnt habe, um die 600 Euro pro Quadratmeter. Ja? So, damit ihr ungefähr eine Basis habt. Klar kann man immer teurer bauen und man kann es auch immer billiger bauen. Ja? Das Problem ist, oder was man hier sehen muss, ihr habt also den riesen Vorteil, ihr bezahlt die komplette Leistung, es wird schlüsselfertig erstellt und man hat absolut gar keine Probleme. Ja, das heißt also, ihr müsst euch nicht um die Anschlüsse kümmern, ihr müsst euch im Prinzip nicht um das Wasser kümmern, etc., 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 etc. Es gibt sehr viele Punkte, wo man also wirklich riesen Vorteile hat, wenn man natürlich mit Fachleuten zusammenarbeitet. Ja, ich spreche nicht klar. Wenn du oder du dahinter, hinter der Ecke, Ahnung, Mensch, bitte, ich habe dann Ahnung vom Bauen, kann ich alleine machen. Klar, logisch, gar kein Problem. Gar kein Problem. Ist genauso wie in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich. Vergleich die Preise, vergleich die Leistung und es wird, sage ich mal, genauso auskommen. Es gibt höhere Bereiche und es gibt niedrigere Bereiche. Genauso ist es. Man kann auch viel Eigenleistung machen, anstatt sich ein Haus schlüsselfertig bauen zu lassen. Also jeder von euch müsst im Prinzip wissen, welches Budget habe ich. Ja, also bitte nicht vergessen, ich rede immer wieder, es gibt ein Grundstück, es gibt das Haus und es gibt die Nebenkosten. Ja, also das darf ihr im Prinzip nie vergessen. Das A und O. Und wie gesagt, Pi mal Daumen kalkulieren. Und ich habe auch viele Anfragen, die sagen, Mensch, Pitt, sag mir,
Ja, ich habe etwas weniger, kann ich ein kleineres Haus bauen? Ja, selbstverständlich funktioniert das. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ja, ich sage mal, Grundstücke, da mache ich ein extra Video dazu, bieten wir schon ab 10.000 US-Dollar, also amerikanische Dollar, ist überhaupt, ganz ehrlich gesagt, für ein Baugrundstück gar kein Geld. Aber wie gesagt, über Grundstücke reden wir beim nächsten Video. Heute noch einmal kurze Zusammenfassung von eben diesem Massivhaus. Sondern man sollte letztendlich gutes Geld investieren für eure Bauweise. Ja, also auf jeden Fall Massivbauweise ist auf jeden Fall empfohlen. Viele fragen mich, vielleicht kann man da irgendwie Holzhaus bauen oder Fertighaus aus Elementen. Aber rate ich auf jeden Fall ab.